weiß Gott, das mit uns geht nie zu Ende. Pures Gold, das mit uns wird niemals Ende. Pures Gold, du machst mich zum reichen Mann. Pures Gold, für ein ganzes Leben lang. Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid. Jetzt schon in allen Haushalten von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der frühe Vogel ist wieder mal da. Ich hoffe, ihr habt euren Kaffee montiert. Und willkommen zu Stars um 10 hautnah. So, Gitarre kommt weg. Und ich freue mich heute besonders auf meinen heutigen Gast am Sonntag. Denn ich selber kannte ihn schon eigentlich seit ein paar Jahren. Ich habe ihn in Fernsehshows gesehen. Wir haben uns bei Auftritten schon getroffen. Aber ich sag mal so, so richtig haben wir uns erst kennengelernt vor 2 Monaten beim ZDF-Fernsehgarten Backstage und haben da mal ein bisschen geschnackt und das war echt so super angenehm. Er und seine Frau waren da und das hat echt Spaß gemacht. Deswegen freue ich mich, dass er hier heute mit dabei ist und ihr alle wisst, von wem wir reden. Norman Langen heute mit am Start. Und ich freue mich auch, dass ihr übrigens wieder alle so zahlreich schon hier seid und mitkommentiert. Ihr wisst ja mittlerweile schon, wie es läuft. Wenn Norman gleich hier live kommt, haut ihr einen mördermäßigen Applaus einfach raus. Ne? Ihr klatscht so Vollgas, dass sein Handy abstürzt. Und die Sabrina schreibt, by the way, ich habe schon 8 Kaffee getrunken. Ich auch, sonst wäre ich so früh nicht zu gebrauchen. Ich sage euch, wie es ist. Und jetzt kommt er. Macht euren Emoji-Applaus bereit, denn ich glaube, da ist er. Meine Damen und Herren, live und in Farbe aus Basel und wo auch immer er gerade ist. Und jetzt Vollgas! Yay! Yay! Alles klar bei dir? Ja, alles klar bei mir. Hör mal, das war ja wohl ein Start hier in deine Sendung. Das war ja so schön gerade. Mein Pures Gold, von dir gesungen auf deiner tollen Gitarre. Ich sag Dankeschön, hallo. Ich sag danke und hallo an dich. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich feier's, dass du heute mit am Start bist. Wir haben uns also schon gesehen über die Jahre, so bei Auftritten und allem und so, aber so kennengelernt wirklich erst beim Fernsehgarten am 23. August, weiß ich noch, mein Geburtstag. Und das war echt so cool. Ja. Und gerade noch als Geschichte, das kann ich dir vorab sagen, das habe ich noch nie jemandem erzählt, wirklich. Zu Pures Gold. Es ist effektiv so, dass deine Musik, dass deine 2 Songs, Pures Gold und Feuer in der Eiszeit, die haben mich so ums Jahr 2013, 2012 so richtig für den Schlager begeistert. Oh, wirklich. Das ist so schön. Da geht mir das Herz auf. Und vor allen Dingen, da wird einmal bewusst, wie lange man doch schon in dem ganzen Zirkus mit dabei ist. Und ja, es freut mich natürlich, dass so Künstlerkollegen wie du sagen, hey, der Norm hat auch 1, 2 coole Titel, die mir sehr gut gefallen. Deswegen. Du hast noch mehr. Das ist natürlich eine schöne Sache. Nee, das ist, muss ich echt sagen, die beiden, ich habe damals, glaube ich, das war auch effektiv ein Auftritt vom Fernsehgarten. Ich glaube, Feuer in der Eiszeit war das und dann habe ich deine Musikvideos gesehen und die 2 Songs, die treiben so dermaßen, ich glaube, das sind die meistgehörten Schlager bei mir, All-Time-Scale. Also ich mache vielleicht mal eine Playlist mit all meinen Lieblingsschlagern, da sind die ganz oben mit dabei. Ja, mega cool, das freut mich doch. Aber du hast momentan eine neue Single rausgehauen. Oh, ja. Unser bester Sommer. Geile Nummer, muss ich echt sagen. Wie kam es zu dem Titel? Wie kam es dazu? Also wie das so läuft. Ne? Man bekommt ja den einen oder anderen Titel mal zugesendet. Ich schreibe ja auch selber Songs. Allerdings hat ein Song von mir nicht ganz so gereicht, um jetzt wirklich zu sagen, hey, das wird die Single jetzt. Und der Tom Marquardt hat diesen Titel tatsächlich geschrieben. Er hat auch unter anderem letztes Jahr dieses Gefühl für mich geschrieben. Und der trifft bei mir immer total den Nerv. Also wenn der mir ein Demo schickt, ist das einfach schon direkt ab der ersten Sekunde bei mir. Und die Story an sich hat mich einfach total gepackt, weil ich diese Story im Prinzip so aus 2 Richtungen gesehen habe. Natürlich bin ich auf der einen Seite der verlassene Typ, ja, habe Herzschmerz. Ja, das ist ja alles ganz schlimm. Aber auf der anderen Seite hat mich das nochmal so berührt, weil ich jetzt zur Corona-Zeit sehr viel bei Demenzkranken unterwegs bin, ehrenamtlich und teilweise auch Leute betreue, die im Sterben liegen tatsächlich. Ja. Und als mir dieser Titel geschickt wurde, an diesem Tag kam ich im Prinzip ein paar Stunden vorher von einer Frau,
die ein paar Tage später auch gestorben ist. Und da habe ich ihren Mann kennengelernt. Und als ich den Text dann geübt habe und so vor mich hergesungen habe, wurde mir erstmal bewusst, dass du das auch aus einer ganz anderen Warte sehen kannst, ja. Wenn nämlich jemand, den du geliebt hast, so vollends geht, ja. Und deswegen ist es für mich so ein doppelt starker Titel, weil du kannst auf der einen Seite auf die Liebe projizieren, aber auf die andere Seite auch die Liebe und den Verlust, der erstmal endgültig ist. Und deswegen muss ich sage ich danke, Tom, hast du einen mega Titel geschrieben. Absolut. Du hast gerade gesagt, ich habe das selber ein bisschen recherchiert. Du hast ja ursprünglich die Ausbildung als Schweißer gemacht, wenn ich mich nicht irre. Und genau. Dann hast du dich umschulen lassen und hast wirklich bei Demenzkranken praktisch als Betreuer gearbeitet. Und du machst das jetzt wirklich auch effektiv momentan nebenbei noch weiter, ne? Ja, genau, richtig. Also ich bin jetzt ehrenamtlich da unterwegs, geil. Weil ich jetzt einfach die Zeit habe. Ich meine, Corona ist also der größte, ich muss es mal sagen, der größte Bullshit, der jetzt momentan unterwegs ist. Aber es bringt auch so ein bisschen Gutes hervor, dass ich zum Beispiel jetzt momentan die Zeit habe, nochmal so ein bisschen in den alten Beruf reinzugehen, die Leute zu betreuen, denen eine schöne Zeit zu bereiten, aber auch einfach nochmal zurück auf den Boden zu kommen, ja, also auch nochmal zu sehen, das Leben besteht nicht nur aus Rumreisen, auf der Bühne stehen, sondern ich habe jetzt ganz viel Zeit mit der Familie verbracht. Unser Garten ist echt gut weiter vorangekommen, ja. Sehr also, gut. Man muss auch schon gleich das Positive sehen. Mega. Wenn du dann im Altersheim bist, singst du den Leuten dann auch mal was vor? Also, das ist ja nicht im Altersheim. Also ich fahre zu den Leuten tatsächlich nach Hause. Und zwar ist das cool. Ja, das Coole ist, meine Mutter, die hat vor Jahren ein Konzept geschrieben, dass Demenzkranke besser zu Hause betreut werden als in Einrichtungen, damit sie in ihrer Umgebung bleiben. In eigenen Wänden bei sich zu Hause, ja. Genau, richtig. Und deswegen fahre ich zu denen nach Hause und die bleiben dann auch zu Hause, solange es geht. Und teilweise ist es dann auch so, dass sie auch zu Hause sterben müssen oder werden können, wie man das sehen möchte. Und natürlich singe ich da das ein oder andere Liedchen auch schon mal. Und, ja, mega. Na, das finde ich echt, Ehrenmann, würde ich sagen dazu. Finde ich großartig. Du hast aber auch schon gesagt, jetzt wir haben halt unsere einzigen Konzerte, die wir haben, sind momentan hier bei Stars um 10 hautnah. Wie sieht es denn in deinem Garten aus? Beschreib den Zuschauern mal. Du hast mir ja nämlich erzählt, dass ihr einen riesen Garten habt. Ja. Ist der jetzt schon voll gepflanzt? Ist da kein Platz mehr? Nee, also ich werde da irgendwie überhaupt nicht fertig. Ja, also das Problem ist, dass es ist halt Naturschutz und deswegen darf man da nicht einfach machen, was man möchte. Man muss das alles beantragen und man muss sich da an die Regeln halten. Und wir haben jetzt ganz viel mit Bruchstein gemacht und irgendwie meine Frau und ich ganz alleine über 50 Tonnen Bruchsteine geschleppt und es ging da berghoch und das haben wir dann alles schön hingelegt. Und im Prinzip ist es so, wenn du bei uns auf die Terrasse kommst, dann geht das so, in der Mitte geht das so keilförmig hoch, da hast du dann eine Wiese. Und rechts und links hast du so einen Wall und da sind dann die Bruchsteine drauf. Das sieht dann so ein bisschen aus wie in den Bergen. Ich meine, das kennst du ja als Schweizer, ne? Natürlich, natürlich. 50 Tonnen Stein. Digga, hast du ein eigenes Land? Habt ihr ein Fürstentum oder wie groß ist der Garten? Ja, also ich glaube, es sind circa 3600 Quadratmeter Naturschutz und ein bisschen Wald ist damit dran. Und weil es ja Naturschutz ist, konnten wir uns das auch leisten. Ich meine, so Acker und Naturschutz kosten ja im Prinzip nur ein paar Cent im Einkauf. Ne? Ja, und von du musst daher aber aufpassen, dass du die brütenden Enten nicht vertreibst, die Enten und so. Ja. Also wir haben total viel Glück gehabt. Wir haben lange Zeit nach einem Grundstück gesucht und die Stadt hat dann gesagt, hey, wir hätten da noch eins. Hier standen damals zwei Häuser drauf, die mussten abgerissen werden. Und da haben wir uns verpflichtet, die abzureißen. Und somit haben wir im Prinzip das Ganze für einen Appel und ein Ei gekriegt. Da haben wir einfach mal Glück gehabt. Cool, sehr geil. Und der Sohnemann Emilio hilft ja schon fleißig mit dem Papa mit. Ja, der hat seine Kinderschubkarre, der hat seine Schaufel und er bekommt natürlich direkt von Anfang an beigebracht, ne, dass man arbeiten muss, um erfolgreich zu sein. Super, ne, das heißt, du möchtest einen Sandkasten haben, okay, den Baum war da oben auf, da musst du den Sand natürlich auch den Berg hochschieben. Der Junge muss lernen, also muss er 50 Tonnen Steine schippen. Alles gut. Das ist die Schule. Ganz so schlimm ist es nicht, um Gottes Willen. Deswegen trinke ich hier auch schon meine überdimensionale Tasse Kaffee, weil der Junge, der kann einfach nicht genug ausgepowert sein. Ja? Also wir schicken ihn wirklich berg rauf, berg runter und trotzdem ist er diese Nacht dreimal aufgestanden, wollte was trinken, ein bisschen schnacken. Heute Morgen um 5 Uhr wollte er ins Bett zu Mama und Papa kuscheln
Um 5 vor 6 hat er dann gesagt, auf, und dann schubst er einen immer so an, so nach dem Motto, jetzt beweg dein Hintern mal. Ne? Genau, aufwachen, Papa, also jetzt aber. Ja, geil. Also wären wir jetzt bei einer richtigen Fernsehaufzeichnung, hätte ich, glaube ich, ganz viel Concealer unter den Augen. Ich meine, du kennst das Spiel, aber der Kaffee tut es auch. Der Kaffee tut es auch, ich habe auch schon 3 Tassen drin. geil, du hast ja selber auch, back in the days, hattest du eine Ausbildung, du warst am Theater in Aachen, glaube ich, und hast eine Gesangsausbildung gemacht, ne? Genau. Ja, das wie ist hältst auch, du... mein Gott, du hast sehr gut recherchiert, ja. Natürlich, ey, ich kümmere mich um meine Gäste. Nee, es ist wirklich, wirklich sehr spannend gewesen. Ich habe auch gelesen, dass du so hier Boygroup und so, da will ich gleich noch nachfragen. Ja. Aber erstmal, wie hältst du momentan deine Stimme selber fit? Machst du Übungen? Ja, also momentan singe ich tatsächlich jeden Tag mehrere Stunden, weil es gibt nämlich schöne Neuigkeiten. Wir haben ja in den letzten Monaten haben wir ja die sogenannten Gartenpartys gemacht. Das hat ja auch super funktioniert. Da sind wir zu den Leuten nach Hause gefahren, haben dann da die Auftritte gemacht. Und aufgrund der Inzidenzwerte, die ja jetzt überall hochgegangen sind, können wir das natürlich nicht mehr ganz so machen. Aber wir haben jetzt für den 21. November ein Akustik-Unplugged-Konzert geplant mit Pianist und Gitarrist. Geil. Und mit einer Talkrunde im Prinzip. Und deswegen bin ich jetzt natürlich auch angehalten, die Texte oft zu singen. Und damit ich sie mir auch behalte. Ich meine, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, ne? Und dementsprechend bleibt meine Stimme natürlich fit. Mega. Aber zum Konzert kann ich kurz was erklären. Denn ich habe ja schon in meiner Story was gepostet. Und einige Leute sind ja auch so verunsichert. Wie will das jetzt stattfinden, wo die Werte alle hochgehen und Corona hier, Corona da. Also es ist wirklich so Wohnzimmeratmosphäre in der Rockfabrik hier in Übach-Palenberg, wo ich auch in den letzten Jahren oftmals Konzerte gegeben habe. Und es ist so, dass da verschiedene Sofas aufgebaut sind und Lounges für jeden separat. Und dass da ja, komplett mit große alles sicher, sind. Alles safe, ja. Ne, genau, und schön mit Kerzenschein und so. Und da freue ich mich schon tierisch drauf. Es sind auch noch Tickets erhältlich, also scheut nicht davor. Leute, und Norman und ich haben momentan nicht viel Auftritte, aber das müsst ihr euch schnappen, wirklich. Wenn ihr aus der Gegend kommt und wenn nicht, dann fahrt dahin, holt euch Tickets. Die gibt es auf deiner Webseite verlinkt, oder? Genau, auf Instagram und Facebook. Da machen wir immer wieder Swipe-Up, ja, Swipe-Ups oder ist das Plakat. Es steht alles drauf, wo man sich quasi melden kann, um Tickets zu buchen. Es läuft natürlich alles online. Und ich bin sehr gespannt, wie es wird. Es ist für mich auch tatsächlich das erste Mal in 10 Jahren, dass ich sowas starte. Weil es nicht nur einfach hinsetzen, singen und gut ist, sondern wir machen auch Talkrunden dazwischen, ja. Geil, wo man mal nicht quatscht, sondern einfach mal Fragen gestellt werden können und mal so ein bisschen aus der Nähkiste geplaudert wird, ja. Cool, ja, da haben wir wahrscheinlich einige Geschichten. Oh ja, natürlich. Glaub mir, wir wissen, von was wir reden. Also lohnt sich auf jeden Fall. Hast du denn für mich persönlich am Morgen, ich bin absolut kein Morgenmensch. Ich habe auf meinem neuen Album Hautner einen Titel, der heißt Der frühe Vogel kann mich mal. Aber wenn ich jetzt am Morgen singen müsste, hast du irgendeine Stimmübung für mich und für uns hier gerade bei Schlager für alle, die wir mal mit dir machen können? Die sie mit mir machen können. Ja, also die du Stimmübung. Uns jetzt beibringst und wir alle können die zu Hause hier mitsingen. Ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich noch nie bei Volle Kanne ZDF war, weil ich morgens einfach noch nicht so gut singen kann, denn ich bin auch ein Morgenmuffel. Wir können uns die Hand geben. Deswegen ist das ganz schlimm. Ich meine, Papa sein ist ja schön, ne? Aber wenn man natürlich 2 Jahre lang, jetzt bald 2 Jahre, ist der kleine Mann auf der Welt, so früh aufstehen muss. Es gibt Gesangsübungen, du kennst es, einfach nur alles locker machen, die Tonleiter hoch und runter und dabei immer höher gehen. Ne? Genau. Ach, mit der Stimme, nicht so. Könnt ihr zu Hause wirklich mal nachmachen? Das ist echt eine super Übung, um alles ein bisschen zu lockern hier. Weil ich, wenn ich aufwache, dann bin ich erstmal 3 Ton, Tonlagen tiefer. Richtig. Aber so kann man das, glaube ich, ganz gut. Ja. Also deswegen, das ist auch so ein kleiner Trick, wenn man irgendwie Konzerte gibt oder so. Nicht direkt mit den höchsten Liedern anfangen, sondern es sollte sich langsam steigern und dann hast du am Ende auch richtig Power. Sonst pfeifst du dann beim letzten Lied aus den Löchern. Richtig, so sieht's aus. Siehst du eigentlich, was das hier ist? Was? Das hier ist ein Hintergrund. Was denn? Was ist es denn? Was denkst du denn, was es ist? Oh.
Es ist das ultimative Norman Langen Song Glücksrad. Ich habe da Ach nämlich ganz, ganz so. viele Songs von dir drauf gemacht. Und jetzt hoffe ich, dass du gerade ordentlich deine Übung mitgemacht hast, denn es gibt eine kleine A cappella-Refrain-Ansing-Runde. Das Oh läuft hier mein immer so Gott. bei Stars und 10 hautnah. Ich werde gleich hier das Glücksrad drehen und auf welches Lied der Pfeil zeigt. Da wirst du uns ganz, ganz gern den Refrain ansingen. In ein paar, kannst in irgendeiner Tonart machen, aber da freuen wir uns extrem drauf. Bist du bereit? Ich bin bereit. Die Stimme sagt was anderes als der Kopf. Let's go. Ich bin, also ich bin jetzt sehr überrascht und ich glaube, der Kaffee kommt gerade an, deswegen gehen die Augen so groß. Okay, dann gucken wir mal, welcher Song von Norman Lang uns vorgesungen wird. Als erstes, ich freue mich, Feuer in der Eiszeit. Ach, okay. Du bist mein Feuer in der Eiszeit, bist wie pures Dynamit. Bist mein Wasser in der Wüste, hey, ich bin in dich verliebt. Du bist mein Feuer in der Eiszeit, bist wie pures Dynamit. Bist mein Wasser in der Wüste. Hey, ich bin in dich. Ich bin in dich verliebt. Großartig, Leute. Haut mal einen Riesenapplaus. Einer meiner Lieblingsschlager ever. Wirklich. Finde ich auch einfach nur eine geile Aussage. Du bist mein Feuer in der Eiszeit. Was Besseres gibt's nicht. Sehr gut, dann machen wir direkt. Aber vor allem das Schöne ist ja, beim A Cappella kannst du einfach mal 3 Töne tiefer singen, weißt du, fällt ja nicht auf. Deswegen habe ich das gemacht, weil am Morgen, glaub mir, viele sind wie wir beide. Ja. So, es geht weiter mit dem Songquiz. Welcher Song wird als nächstes von Norman Langen angesungen? Ich freue mich und ich hoffe auf Schwarz. Oha, das heißt, ich darf mir einen wünschen von dir. Oh Gott, hoffentlich kann ich das auch. Oh wei. Ja, das kannst du, denn ich wünsche mir deine neue Single, Unser bester Sommer. Unser Ach. Bester Sommer. Jawohl. Das war unser bester Sommer. Das war unsere beste Zeit. Ich hab noch nie so geliebt. Und auch noch nie so geweint. Das war unser bester Sommer. Das war unsere beste Zeit. Ich hab noch nie so geliebt und gehofft, dass es für immer so bleibt. Mega, Leute. Das war unser bester Sommer. Mehr oder weniger Applaus. So, dann machen wir noch einen letzten, okay? Ja, okay. So. Danach ist deine Stimme effektiv aufgewärmt. So. Wo kommt da drauf? Ja. Pures Gold. Kannst du den für mich singen? Ich feiere den einfach. Den würde ich sehr gern hören. Pures Gold halte ich in meinen Händen. Pures Gold, das mit uns wird niemals enden. Pures Gold, du machst mich zum reichen Mann. Pures Gold für ein ganzes Leben lang. Sehr schön. Du hast das offizielle Norman Lang Song Glücksrad überstanden. Und zwar nicht nur überstanden, sondern megamäßig. Du kannst auch wirklich. Aber weißt du, was das Lustige ist? Weißt du, was das Lustige ist? Ich habe jetzt auf Pures Gold tatsächlich schon so viele Reaktionen bekommen. Ne? Ich meine, der Titel ist ja jetzt bald schon 10 Jahre alt. Ja, aber das ja. kannst du ja auch so viele Sachen projizieren. Auf das ja. Neugeborene, was du im Arm hältst, das kühle Blonde, was du in der Hand hältst, dein Partner und die Partnerin, die im Arm liegen. Aber was ich jetzt ganz neu hatte, ist einen Post bei Instagram, wo einer Klopapier in der Hand hatte. Pures Gold halte ich in meinen Händen zur Corona-Zeit, weil das ja alles so knapp geworden ist. Ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. Aber da siehst du mal, was die Leute sich einfallen lassen. Ne? Also man ist mega, künstlerisch ist ja sehr super. Aktiv. Pures Gold halte ich. Ich glaube, ich habe eine Story gesehen, wo Mary dich verlinkt hat, glaube ich. Richtig. Also, ne? Unter anderem Mary, ja, genau. Pures Gold, wow, ja. Ne? Da hat man weniger Ansprüche in so Zeiten. In so Zeiten, ja. Hey, als wir uns kennengelernt haben im Fernsehgarten, war ja Verena auch mit am Start. Deine bezaubernde Frau, wirklich eine super Frau, hat sehr Spaß mit euch gemacht. Darf sie, ich habe gesehen, sie ist wahrscheinlich hinter der Kamera, ne? Ja.
Darf ich dich was Persönliches fragen? Also unter Meine uns. Frau jetzt oder mich? Nee, dich. Also Ja. in dem Musikvideo von Unser bester Sommer, da ist ja auch, wie würde ich das jetzt sagen, eine relativ attraktive Blondine drin, mit der du den besten Sommer verbringst. Ja. Wie geht Verena damit um? Ja, das war die Lulu, die auch mitgespielt hat. Die Lulu, Und oh, okay, ich kenne sie ja, schon. also wie macht Verena das? Verena, das Schöne ist ja, man bekommt so eine Art Katalog, ja, und da kann man dann schauen, okay, diese Mädels könnte man sich vorstellen, die werden dann schon von der Plattenfirma bzw. von der Produktionsfirma vorgeschlagen. Und dann haben wir gesagt, hey, die Mädels, da könnte man sich vorstellen, dass die irgendwie zu mir passen, optisch, dass es irgendwie harmonisch ist. Und da hat meine Frau ganz klar mit rüber geschaut. Und auch sie war beim Videodreh mit dabei und war im Prinzip keine 5 Meter von uns entfernt und konnte natürlich ganz genau zusehen, was sie da machen. Sie Und hat das sie Schöne ist ja, ausgesucht und kontrolliert. das Schöne ist natürlich, dass meine Frau selber bei der Fernsehproduktion arbeitet. Deswegen weiß sie natürlich, dass man, ja, wenn man Videos dreht, auch ein bisschen Schauspieler muss. Ne? Klar, Ja. nee, das ist völlig toll und wahrscheinlich auch eine Eigenschaft, die du sehr schätzt und die sehr Ja. wertvoll ist. Ich meine, auch in deinem Beruf finde ich mega. Wahrscheinlich hat sie dann auch noch die Lulu ausgesucht, oder? Ja, also sie hat so 3, 4 Mädels Perfekt. ausgesucht, klar, wo sie sagte, ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass das optisch gut passt. Ne? Also da ist sie wirklich ganz objektiv und überhaupt gar nicht voreingenommen. Aber das Ja, macht natürlich auch eine cool, gute sehr Beziehung wertvoll, wirklich. aus. Ich Ne? Guck mal, glaube, wir kennen uns ja. jetzt 10 Jahre, 8 Jahre zusammen, 4 Jahre verheiratet, bei 2-jährigen Sohn. Dann sollte man sich schon so ein bisschen aufeinander verlassen können. Finde ich cool. Ja, ich hoffe, dass ich auch mal so ein Glück finde wie du. Ich drücke dir die Daumen. Aber kannst du Danke, mal bitte so weit danke. kommen? Als ich so alt war wie du, habe ich immer gesagt, ich möchte niemals heiraten, ich möchte keine Kinder. Ja, Ja. ich sag mal auch, ich werde bis 80 Single sein. Ach Quatsch. Ach Quatsch. Aber weißt du, irgendwann passiert es einfach. Ich habe sie ja damals zur DSDS-Zeit kennengelernt. Sie war ja Azubine. Sie hat ihre Ausbildung gemacht bei der Produktionsfirma, die damals DSDS produziert haben. Cool. Relativ Jetzt egal, bist du weil ich gerade einfach am Hängen. verschiedene Ich höre Gründe. dich gerade nicht mehr. Du So, hörst mich jetzt gerade. habe ich dich wieder. Genau. Ja. Produktion. Ja, sie war ja die Auszubildende bei der Produktionsfirma von DSDS oder bei DSDS. Und da haben wir uns kennengelernt und wir hätten ja gar keinen Kontakt haben dürfen. Ne? Aber irgendwie hat die Chemie gestimmt und letztendlich ist was Tolles draus geworden. Also kann ich nur nach draußen appellieren und auch an dich. Immer mutig bleiben, ne? Und wenn man meint, ey, das geht eigentlich gar nicht, vielleicht doch am Ball bleiben. Wir geben nie auf. Genau. Finde ich echt eine Traumsache von euch, wirklich. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen, so die frage ich eigentlich immer. Das sind so die klassischen Stars um 10 hautnah Fragen an dich. Als erstes, wo bist du eigentlich überhaupt? Bist du gerade zu Hause? Ich bin gerade zu Hause hier in meinem Musikzimmer. Das ist im Prinzip Homeoffice und Musikzimmer. Cool. Sonst bin ich auch schon mal gerne für solche Geschichten unten im Wohnzimmer, aber der kleine Mann ist da natürlich jetzt rumgelaufen und dann schmeißt das Licht um. Weil das Lustige ist ja, ich habe ja gestern in den Kommentaren noch gelesen, wie ein junges Mädel schrieb, ja, dass sie sich sehr auf morgen freut, denn sie ist ein Fan von dir und ihre Mutter ist der Fan von Norman Langen. Und das ist ja der Unterschied zwischen Perfekt. mir und mir. Ich brauche schon ein Ringlicht, ja, um gut auszusehen. Und du brauchst einfach nur Tageslicht von der Seite und siehst gut aus. Ich habe auch ein komplettes Lampenpaket hier, keine Angst. Es sieht nur aus, als wäre es Tageslicht. Sehr gut, sehr gut. Genau. Was ist dein Lieblingsferienort? Mein Basti, was für Dein Ort? Lieblingsferienort, dein Traumort, da wo du am liebsten jetzt gerade wärst in den Ferien. Oh, tatsächlich ist das Griechenland groß. Da hatte ich den ersten Urlaub mit meiner Frau zusammen. Da waren wir noch nicht mal zusammen und ich verbinde das einfach mit einer ganz, ganz tollen Zeit und bin da immer wieder gern. Die Menschen sind nett, die Insel ist schön. Ja, groß. Glaube ich, traumhaft. Geil. Die nächste Frage, ich kann nichts dafür. Es ist die Frage, wieso alle hier eigentlich bei Stars und 10 immer zuschauen, kommt auch von den Zuschauern. Welche Farbe hat deine Unterhose jetzt Warte, muss ich mal selber gucken. gerade? Schwarz, einfach nur schwarz. Schwarz, klassisch. Spielst du ein Instrument? Von allem ein bisschen, aber auch nicht wirklich gut. Also so ein bisschen Tasteninstrument, weil ich mit 13 Jahren mal Keyboardunterricht hatte, aber das meiste habe ich verlernt.
Dann spiele ich ein bisschen Mundharmonika, weil mein Opa mir das beigebracht hat. Cool, sehr geil. Und dann wird es schon schwierig. Ja, dann wird es schon schwierig tatsächlich. Also ich Ja, habe auch aber. tatsächlich eine Geige hier stehen. Ja, Aber da muss und? ich zugeben, das war wieder so eine typische Normenaktion. Meine Frau und ich, wir waren zusammen, da gab es den Kleinen noch nicht, im Europapark Rust und haben da übernachtet auch. Und da waren abends so ein Geigenspieler und ein Pianist und ich war so geflasht von dem, was sie da spielen konnten, dass ich mir dann irgendwie nach einem zweiten Mai Tai, das ist ein sehr starker Cocktail für die Leute, die ihn nicht kennen, mir dann über Amazon direkt irgendwie eine Geige bestellt habe. Aber das finde ich auch so eine geile Eigenschaft bei dir, wirklich. Du bist da einfach ein Machertyp. So, ich will jetzt Geige lernen, ich kaufe mir eine Geige und dann wird das gelernt. Finde ich Richtig, und gut. ich habe mir dann extra so für Kinder so ein Lernbuch dazu bestellt, ja, so ein Kinderlernbuch und ein paar Griffe. Und ich habe da auch schon ein paar Töne rausgekriegt, aber irgendwie funktioniert es noch nicht, da ein richtiges Lied Aber trotzdem, rauszuhauen. ich glaube, so die Einstellung ist irgendwie einfach, wieso du erfolgreich bist. Du machst einfach. Du hast Bock, du trittst auf. Ich feiere übrigens deine Auftritte. Ich weiß noch, ich weiß nicht mehr, wo es war. Irgendwo an der Ostseeküste hast voll abgeliefert. Und ich so Backstage natürlich, ohne es zu zeigen. Pures Gold, voll Ja, mitgesungen. Dankeschön, Dankeschön. Aber du bist ja Was? genauso, ja, du bist ja genauso. Du bist ja, wenn du auf der Bühne stehst, dann drehst du auch völlig ab, ja, und läufst über Autos oder über Theken und genau das ist ja das, was es ausmacht. Und deswegen bist du natürlich auch da, wo du jetzt bist, Mann. Danke, danke. Das macht einfach am meisten Spaß und ich glaube, da rede ich auch für dich, wir beide als Live-Künstler. Vor was hast du denn persönlich Angst? Also jetzt momentan muss ich ganz klar sagen, habe ich die größte Angst, dass es einfach noch zu lange mit der ganzen Corona-Geschichte weitergeht. Weil ich merke einfach, dass mir da was Existenzielles fehlt. Das ist wirklich halt die Live-Auftreterei. Es ist natürlich ja einfach die Musik. Man macht natürlich so seine Geschichten wie die Gartenpartys oder jetzt das Konzert, aber es ist natürlich bei Weitem nicht dasselbe wie vorher. Und ich habe da natürlich große Angst vor, dass sich das noch lange hinzieht. Zumal man auch ganz ehrlich sein muss, dass es natürlich auch alles eine finanzielle Geschichte ist. Ja, also ich meine, habe damals meinen Job hingelegt und habe gesagt, okay, ich gehe jetzt den Weg des Musikers und bin jetzt seit am 19. März nächsten Jahres genau 10 Jahre. Vor 10 Jahren bin ich bei DSDS rausgeflogen und seit diesem Zeitpunkt bin ich im Prinzip Berufsmusiker. Und wenn du jetzt 10 Jahre Berufsmusiker bist, davon gut leben konntest und Hauptverdiener der Familie warst und auf einmal ein Jahr kommt, wo man 8 Monate fast nichts verdient, macht das einen Angst? Ich meine, wir haben vor 4 Jahren ein Haus gebaut, das muss man natürlich auch alles unterhalten. Man hat ein Kind bekommen und das macht einen Angst, es macht einen unsicher und da muss ich sagen, ich hoffe, dass es bald wieder bergauf geht, um auch einfach mal wieder ein bisschen durchatmen zu können. Aber du packst das, du bist ein Kämpfer. Das wird Hey. kein Problem für euch sein, das kriegen wir irgendwie hin. Ja, ich sage Definitiv. immer so schön, Kopf in den Sand stecken gibt es nicht, ja. Also dadurch lösen sich keine Probleme. Deswegen Einfälle haben, machen. Wie jetzt zum Beispiel diese Akustik-Unplugged-Version Geschichte am 21. November in der Kannst Rockfabrik. meine Geige kaufen auf Amazon und Geige lernen. Ja. Warte, jetzt bist du gerade ein bisschen am Stocken. Hallo? Ich glaube, wir haben Boah, ja jetzt hat es Probleme gerade mit der alles Verbindung. vorgespult und ich habe Ja, dich ich wohne ohne halt auf dem doppelte Land. Geschwindigkeit gehört. Ach, kein Ding. Jetzt sehen wir dich wieder, jetzt sehen wir dich wieder. Was war für dich, wenn du zurückblickst auf diese doch schon 10 Jahre, so dein größter Freudenmoment beruflich gesehen? Also ich glaube, der allergrößte Moment war tatsächlich, als ich nach DSDS auf Mallorca war und da dann zwei Leute von der Plattenfirma Universal getroffen hatte, die dann zu mir sagten, hey, verrat's noch keinen, aber wir werden die Option ziehen und wir möchten mit dir einen Plattenvertrag machen, abschließen. Das war für mich so das Größte, weil ich, wie gesagt, du hast ja recherchiert, schon einige Jahre unterwegs war in Boybands und sämtliche Projekte gestartet habe, aber es hat nie gefruchtet. Und ich war ja damals dann auch schon 26 Jahre alt und auf einmal stehen da zwei von Universal und sagen, hey, wir möchten dir einen Plattendeal anbieten. Das Nein, war für mich so das glaube ich. Größte, was natürlich passieren kann, kennst du selber. Wenn du als Musiker auf einmal Plattendeal hast, ist Ja, mega. so, boah, voll. Wie Ja. sieht's denn aus? Wir haben ja dieselbe Plattenfirma. Und Ja, wie jetzt sind wir ja sieht's bei aus mit Telamo. Telamo, da der Norman ist bei Telamo. Ah, falscher Song. Genau. Wie sieht's aus mit einem neuen Album bei dir? Neue Single Ja, ist ja schon draußen.
Ja, wir haben ja letztes Jahr haben wir das Album Dieses Gefühl rausgebracht und wir haben uns dieses Jahr gedacht, machen wir es mal ein bisschen anders und werden halt mehr Singles rausbringen und erstmal auf ein Album warten lassen. Und wir möchten das jetzt so machen, so haben wir es dieses Jahr schon gemacht, dass wir im Prinzip einen Reggaeton-Schlager rausbringen, das war Senorita, dann ein Cover, das war Übermorgen von Mark Forster, halt vom Schlagersänger Norm Lang gesungen. Und jetzt unser bester Sommer als Discofox. Und das möchten wir im nächsten Jahr erstmal so weiterführen und mal schauen, was dabei rumkommt. Cool, da haben wir was auf jeden Fall, wo wir uns drauf freuen können. Jawohl. Ja. Das ist gut. Ich habe noch als kleines Dankeschön, habe ich gleich noch ein Geschenk, aber Aufruf an euch da draußen, Norman Lang, ich feiere ihn wirklich, ich feiere dich. Wenn es sind scheiß Zeiten, man kann das so sagen, deswegen, er würde sich riesig freuen, wenn ihr jetzt gleich alle auf iTunes, Amazon und so geht und euch unseren besten Sommer runterladet. Tut Ja. das, ich will ihn unterstützen, ich gönne dir das von Herzen und ich danke dir, dass du dir heute Zeit genommen hast. Wirklich, war sehr angenehm und ich habe jetzt noch ein Ich habe kleines. zu danken, ja, für das tolle Gespräch. Danke, Vincent. Sehr, sehr gern, wirklich. Ich lasse dich aber nicht ohne Geschenk gehen. Das ist so, wenn es der Brauch. Ich habe nämlich zur Auswahl, ich mache es dir nicht ganz so einfach, als kleines Dankeschön habe ich entweder ein tolles Geschenk, so sieht das aus, was da drin ist, das wirst du erst sehen, wenn du es auswählst, oder ein Jackpot. Ich habe gedacht, keine Auftritte, da brauchen wir was für schlechte Zeiten. Was wählst du, das Geschenk mit dem Jackpot oder ein schönes Geschenk? Also, oder ein schönes Geschenk. Das ist, Das ist was da würdest du drin, denn das ist die sagen? Frage. Ja? Ich würde das schöne Geschenk Du würdest nehmen. das schöne Geschenk sagen. Dann sage ich das auf meine Verena Frau hat sagen. gesprochen, die Lady will es so und dann wird das ihr, der Wunsch ihr auch geöffnet. So, ich habe gedacht, das Jahr ist hier schon geritzt. Von dem her, machen wir mal auf, was hier drin ist. Für mich bist du nämlich persönlich der Aufsteiger und deswegen habe ich dir eine Weihnachtsbaumkugel in Form von einer Überfliegerrakete gemacht. Boah, mega. Yes. Und ich meine das ernst, ich werde dir diese Rakete zuschicken. Du musst mir dann gleich noch eine Adresse schicken. Und dann will ich ein Foto am Weihnachtsbaum, wie der ganz, ganz oben hängt. Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Sehr gern. Ich wünsche Sehr dir das auch schön, wirklich nur, cool. dass es weiter so steil bergauf geht und dass hoffentlich bald wir wieder live auftreten können. Denn das ist das, was dich ausmacht. Deine positive Ausstrahlung, deine Energie auf der Bühne. Du hast Energie für 20 Leute da und das will ich möglichst bald wieder sehen. Dankeschön. Hör Danke mal, dir, also dass du hast du den dabei Tag bist, jetzt so wirklich. versüßt, ich komme aus dem Strahlen gar nicht mehr raus heute. Dankeschön. Nein, Mega es war cool. wirklich Hammer. Ich wünsche dir noch alles, alles Gute. Grüße an Verena hinter der Kamera und natürlich an den Sohnemann, der im Garten wahrscheinlich jetzt schon die Steine am Schippen ist. Nee, also er spielt unten im Wohnzimmer schön, in seiner Das geht Spielecke. auch. Wundert mich sehr, dass er nicht hochgekommen ist. Dann ganz, ganz liebe Grüße. Und hoffentlich bis ganz, ganz bald, mein Lieber. Ich freue mich. Vielen lieben Dank. Das war ein mega, mega Gespräch mit dir. Und ich Danke. freue mich natürlich auf das nächste Live-Wiedersehen, wenn wir uns wirklich nochmal treffen und schnacken können. Und ihr habt es gehört, Norman ist auch live. Mit Konzept, ganz sicher. Kommt zu ihm. Sag nochmal das Datum, wann und wo. Am 21. November. Also guckt in meine Story bei Facebook und sichert euch die Tickets. Ihr würdet uns unterstützen und ich habe wirklich einen echt geilen Musiker mit am Start. Und ja. Komm vorbei, ich gönn's dir. Norman, Dankeschön. mach's gut, bis ganz, ganz, ganz Du bald, mein auch. Lieber. Ihr Wir auch. sehen uns, wir werden Schönen uns Sommer noch. wiedersehen. Ciao, Tschüss. ciao. So, liebe Leute, danke, dass ihr mit dabei wart. War echt mega. Ich habe wieder so oft kommentiert. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich danke euch, dass ihr zugeguckt habt. Für mich, ich habe noch eine Ankündigung für euch. Heute Abend im deutschen Musikfernsehen, 20:15 Uhr, kommt eine 75-minütige, eigentlich ein Talk mit ganz vielen Musikvideos von mir, auch zwei Premieren. Schaltet ein, 20:15 Uhr, im deutschen Musikfernsehen und dann sehen wir uns hoffentlich ganz, ganz bald wieder. Spätestens nächste Woche am 1.11. um 10 Uhr. Dann kommen nämlich Stefan Ross und Anna-Karina Wojcik zu Stars und 10 hautnah. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen fantastischen Sonntag. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Macht's bald, macht's bald, macht's gut.